So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Configuration Management und Deployment mit Ansible. Mein Name ist René Koch, ich bin selbstständig, mache hauptsächlich Consulting für Red Hat Satellite, Red Hat Enterprise, Virtualization, Red Hat Enterprise Linux, also alles mit Red Hat. Mittlerweile das neueste Produkt von Red Hat, Ansible. Wer von euch kennt denn schon Ansible? Der Großteil, weil es heute schon mal in einem Vortrag war, der auch Ansible drin gehabt hat oder generell? Generell? Ja. Gut. Wer hat schon im Einsatz auf seinen Systemen? Ein paar wenige. Gut, da muss ich mich gleich entschuldigen, für euch wird es sehr langweilig werden, weil es ist mehr ein Einstieg in Ansible. Was ist es überhaupt, was kann ich damit machen? Nicht so spektakulär dann für die Profis. Ich werde mal erklären, was ist Ansible überhaupt einmal, wozu braucht man das und woraus besteht Ansible. Also was ist ein Inventory, was sind Ad-Hoc-Commands, was sind Playbooks und am Schluss noch, was kann ich mit dem für richtig coole Sachen machen, also hinsichtlich Deployment und Provisioning. Ja, am Ende sollte hoffentlich noch Zeit sein für Fragen und Antworten. Schauen wir uns an, was ist Ansible? Ansible versucht, ein Problem zu lösen, was viele bei der Administration von vielen Linux-Systemen einfach haben. Es ist aufwendig, dass ich viele Systeme verwalten kann. Manuelle Konfiguration von Diensten ist meistens fehleranfällig bzw. nicht nachvollziehbar. Man weiß meistens nicht, wer hat warum welche Änderung wo eingetragen und wie schauen meine Systeme überhaupt aus. Ist ein Apache auf jedem System gleich konfiguriert? Läuft über ein NTP, weiß ich meistens nicht. Diesbezüglich fehlt auch die Dokumentation und man braucht auch noch eine effiziente Möglichkeit, dass man Applikationen ausrollen kann, das heißt Webserver, Datenbankserver und dergleichen. Ansible versucht jetzt Folgendes zu lösen. Es hilft bei der Automatisierung vom Provisioning von Systemen, beim Application Deployment und beim Configuration Management. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, ob ich einen NTP-Dienst auf einem System konfigurieren will, also die NTP-Conf und schauen, dass NTP auch läuft, oder ob ich bei zum Beispiel Amazon 10 neue Instanzen ausrollen möchte. Beides geht mit dem gleichen Mechanismus und bei Ansible. Ich brauche bei Ansible keinen Agenten am Zielsystem im Vergleich zu anderen Systemen, wie bei Puppet oder SaltStack zum Beispiel. Allerdings ist es nicht ganz richtig, also kein Agent ist grundsätzlich halb wahr, nur ich brauche ein OpenSSH auf meinen Linux-Systemen, also eigentlich doch ein Agent. Ansible verwendet nämlich standardmäßig OpenSSH für die Verbindung zu Linux- und Unix-Systemen, beziehungsweise Remote PowerShell für Windows-Systeme, also ich kann auch Windows-Systeme damit verwalten. Für alles andere irgendwelche Python-Module, die über APIs sich konfigurieren. Das heißt, wenn ich bei Amazon etwas deployen möchte, mache ich natürlich keine SSH-Verbindung in die Amazon-Cloud rein, sondern ich verbinde mich auf die API von Amazon. Bei der Google-Cloud das Gleiche. Möchte ich auf VMware-Maschinen ausrollen, mache ich es mit dem SDK von VMware. Mache auch keine SSH-Verbindung dorthin. Aber fürs Grundsätzliche, alles, was ich auf einem System oben mache, verwende ich SSH. Was Ansible noch anbietet, ist standardmäßig eine parallele Abarbeitung von Tasks. Also wenn ich 100 Systeme habe, auf denen ich NTP konfigurieren möchte, macht es parallel, zwar nicht auf 100 Systeme, aber zumindest mal auf 5 bis 10 Systeme ist für mich einstellbar, kann er alle Tasks parallel machen, dass das Ganze schneller funktioniert. Konfigurieren tue ich meine Ansible Settings in einer einfach lesbaren Sprache, in YAML. Lesbar sehr einfach, man wird später sehen, zum Schreiben, der eine oder andere flucht über YAML, ein Leerzeichen zu viel oder zu wenig und schon geht das Playbook nicht mehr. Richtig, gute Editoren sind sehr, sehr hilfreich dabei. Wo reiht sich Ansible so ein? Oder was gibt es sonst noch so am Markt, die das eine oder andere hat man schon mal gehört für Configuration Management. Es gibt CF Engine, es gibt Chef, es gibt SaltStack und Puppet und noch viele mehr. Ansible ist auch einer dieser Kandidaten, der eben hilft, Systeme effizienter zu verwalten. Ja? Kann man Ansible
Nein. Kurz geantwortet, nein. Ja, was brauche ich für Ansible? Nachdem wir schon wissen, wir brauchen nur einen Agent auf den Zielsystemen, SSH, muss irgendwo von irgendwoher eine SSH-Verbindung initiiert werden. Das passiert von der Kontrollmaschine aus. Auf der Kontrollmaschine brauche ich einen Python oben. Python 2.6 oder neuer. Seit Ansible 2.2 geht auch Python 3, habe ich selbst noch nie getestet. Ich verwende noch Python 2 dafür. Ja, und es kann auf jeder Linux-Distribution laufen. Auf einem Windows kann ich es nicht laufen haben, also nicht die Kontrollmaschine, die Maschine, die die ganzen Tasks initiiert. Am Zielsystem brauche ich in Python mindestens 2.4, damit die Tasks gemacht werden. Was Ansible nämlich macht, es erstellt mir alle Tasks auf der Kontrollmaschine, macht die Python-Skripte fertig, die kommen auf die Maschine, dort werden sie ausgeführt und ein Task wird konfiguriert. So, wie kriege ich ein Ansible überhaupt mal auf meine Kontrollmaschine drauf? Es ist relativ einfach, für ein Red Hat-System aus dem Apple-Release, YAML-Install Apple-Release, YAML-Install Ansible und ich habe Ansible in Version 2.2 auf dem System drauf. Die aktuellste Version ist 2.3, die ist vor, ich glaube, 2 Wochen rausgekommen. Fedora, DNF-Install, Ansible. Bei Debian brauche ich ein Launchpad-Repository, da die Ansible-Version im Debian sehr, sehr alt ist. Entschuldigung, stabil, ja. Ja. Okay. Generelle Empfehlung da ist, Ansible, je mehr neue Features von Ansible ich nutzen möchte, desto neuer soll die Ansible-Version werden, klarerweise. Ich habe einen großen Vorteil beim Updaten von Ansible. Ich brauche nur auf einem System Ansible updaten, muss natürlich schon schauen, dass mein Playbook so weit kompatibel ist, dass es auch mit neuen Ansible-Versionen noch geht, aber das Update ist relativ einfach. Alle, die schon mal Puppet eingesetzt haben, wissen es, wenn ich im Puppet Master update, muss ich alle Clients updaten, das heißt bei 1000 Systemen kann das schon mal ein bisschen herausfordernder sein, so ein Puppet abzudaten, denn Ansible ist relativ einfach. Ich kann Ansible noch mit pip installieren, pip install Ansible, und ich habe es auch auf meinen Systemen, weil ich kein Package von der Distribution haben möchte. Und es kann durchaus sein, dass ich zusätzliche Pakete noch auf den Zielmaschinen haben möchte. Ein Beispiel, ich möchte mit Ansible eine Datenbank auf einem System erstellen und ich möchte einen Datenbank-User erstellen. Da macht Ansible das mit einem Python-Modul Python MySQL. Da muss auch dieses Modul auf der Zielmaschine vorhanden sein. So, schauen wir es uns mal an, wie... woher Ansible überhaupt mal weiß, auf welchen Host Ansible was machen muss. Ansible verwendet dazu ein sogenanntes Inventory. Alle Hosts, die mit Ansible verwaltet werden sollen, die stehen in einem Inventory. Im einfachsten Fall ist ein Inventory ein INI-File, in dem jeder Host einfach mal aufgelistet ist. Das Inventory legt fest, wie ich mich auf den Host verbinden muss. Also der Host-Eintrag ist gleichzeitig auch die Adresse vom Host, sofern ich nicht weitere Parameter angeben möchte. Und er verbindet sich auf diese Adresse hin. Ich kann Gruppen definieren, wobei kann ist vielleicht falsch. Ich soll und muss Gruppen definieren. Je mehr ich mit Ansible mache, desto mehr Gruppen habe ich und ein Host kann in mehreren Gruppen drinnen sein und ein Host wird auch in mehreren Gruppen drinnen sein. Also möchte ich etwas auf all meinen Development-Systemen ausrollen, dann greife ich nur die Gruppe Development an. Also ich muss es ja auch trennen. Ich werde nicht jedes neu geschriebene Playbook von mir gleich in der Produktion testen, sondern zuerst auf Testmaschinen. Darum alles in Gruppen. Das Ganze ist ein INI-Format, ist recht einfach zu beschreiben und zu lesen. Und es gibt zwei Arten von Inventories. Statische Inventories, die sehen wir gleich. Da schreibe ich einfach rein, welche Host habe ich. Und es gibt dynamische Inventories. Viele haben im Unternehmen sowas wie VMware im Einsatz, vielleicht Nagios im Einsatz, manche haben Red Hat Virtualisierung oder OWIRT, andere haben Maschinen bei Amazon oder Docker, Google.
Dynamische Inventories sind Skripte, die genau diese Dienste abfragen, welche Host es drinnen gibt. Das heißt, habe ich eine VM auf VMware, brauche ich die nicht in ein statisches Inventory eintragen, sondern es gibt fertige Skripte, die die VMware fragen, welche Host gibt es und auf die kann Ansible zugreifen. Hat einen großen Vorteil, wenn ich beispielsweise bei Amazon eine neue Maschine anlege oder in einer Virtualisierungsumgebung oder im Monitoring drinnen habe, kann Ansible die nehmen und ich muss nicht die statischen Inventories pflegen. Ich kann es auch mischen, also ich kann verschiedenste Inventory-Quellen nehmen, kann der eigene CMDB sein und dergleichen. Also ist alles mischbar. So, wie sieht jetzt so ein Inventory aus? Ich trage einfach meine Hosts ein, ganz normal, Hostname und verbinde mich auf diese Hosts hin. Habe ich in meiner ResolveConf einen Search-Prefix drinnen, kann ich auch den Kurznamen nehmen, das heißt Ansible greift auf ganz normal Betriebssystemmittel zu, also auf eine NSSwitch-Conf, damit es weiß, wie es sich hinverbinden kann. Eintrag in der etc-hosts geht genauso. Eine Gruppe ist in einer eckigen Klammer und drunter sind meine Hosts, die zu einer gewissen Gruppe hinzugehören. So, was passiert? Ja, habe ich schon erklärt. Hostname für die Verbindung und Gruppen. Was passiert jetzt aber, wenn die IP-Adresse und der DNS-Name nicht zusammenstimmen oder es keinen DNS-Namen gibt? Ich habe immer die Möglichkeit, verschiedene Verbindungsparameter hinten anzugeben. Das heißt, mein lesbarer Name ist def03.example.com, aber ich verbinde mich nicht auf def03.example.com, sondern ich verbinde mich auf 192.168.122.3. Das heißt, mit Ansible SSH Host oder Ansible Host, wie es in der 2er-Version abgekürzt geht, kann ich sagen, was ist der Host? Ich kann sagen, Ansible User, das ist der User, mit dem ich mich einloggen möchte. Ansible Private Key ist der Private Key, den ich verwenden möchte für die Verbindung. Also kann alle Parameter für die Hosts mit angeben. So, ich kann in meinem Inventor... Ja, war Frage? IP-Adressen und Hostname, soweit ich weiß. Also wenn du... Geht's? Okay. Okay, passt. Danke. ja, ich kann im Inventory Variablen definieren. Die Variablen für entsprechende Gruppen oder entsprechende Hosts. Ich kann Gruppen von Gruppen abbilden, also zum Beispiel eine Gruppe GC, die aus den Gruppen Webserver und DB-Server besteht, das sind die Gruppen drunter. Und ich habe die Möglichkeit von einfachen, ich sage mal regular expressions. Man sieht da oben, ich habe drei Development Hosts, dev 01, 02, 03. Man sieht, das hat eigentlich eine Logik, wie die hochzählen. Die habe ich jeweils extra hingeschrieben. Möchte ich es abkürzen, kann ich sagen Web 01 bis 10, das heißt, das sind dann 10 Hoster, Host Web 01, Web 02, 03, 04, rechnet automatisch hoch, gerade wenn ich eine große Farm an Systemen habe. Das gleiche gilt für Buchstaben, auch die kann er entsprechend hochzählen. So, wie sieht so ein Dynamic Inventory aus? Also ein Dynamic Inventory Script ist in Python geschrieben und liest mir gewisse Daten von der Umgebung aus. Also als Beispiel habe ich ein GC für die Google Compute Engine. Das liest mir alle meine Instanzen aus, die ich so bei Google am Laufen habe. Da ist zum Beispiel die Instanz Instance 1. Dann gibt dann Ansible SSH Host, das ist die IP-Adresse. Also auf die IP-Adresse kann ich mich hinverbinden und Ansible weiß, es kann damit umgehen. Ändert sich die IP-Adresse bei Google, kriegt es Ansible automatisch mit, weil bei jedem Aufruf kann er das Inventory fragen. Ich kann das Inventory auch cachen, weil es, wie man sich vorstellen kann, bei vielen Hosts doch recht lange dauern kann, bis er alle Infos von Google, von VMware und so weiter hergezogen hat. Dynamic Inventories kann man auch selbst schreiben. Das Wichtigste an dem Ganzen ist, es muss die Option --List und --Groups dabei sein und es muss JSON-Output sein. So, die einfachste Art und Weise, mit Ansible etwas zu machen, sind Ad-Hoc-Commands. Und zwar wird da ein Kommando oder
um ganz korrekt zu sein, ein Modul auf einem oder mehreren Hosts ausgeführt. Der Vorteil ist, das Ganze ist einfach und schnell. Ich brauche keine Playbooks, also ich muss nicht wissen, wie ich die Ansible Playbooks schreiben muss. Und ja, ich kann auf sowas reagieren, kennt man ja aus Admin. Kannst du mal schnell irgendwas auf X Systeme machen? Wobei die Betonung immer auf schnell ist. Nachteil von Ad-Hoc-Commands, sie sind nicht wiederverwendbar, weil eine Bash-History ist auch keine Dokumentation für meine Systeme. Okay. Eine Bash-History ist eine super tolle Dokumentation und man braucht überhaupt keine Playbooks. Gut, ich entschuldige mich für diesen unprofessionellen Satz da. Ja, und es sind nur einfache Tasks möglich, sofern ich nicht Millionen von Ad-Hoc-Commands hintereinander pipe. So, wie sieht das Ganze aus? Ich rufe es auf mit dem Kommando Ansible, danach ein Pattern. Pattern ist ein Hostfilter, das heißt, auf welchem Host soll das Ganze ausgeführt werden? Die Hosts nimmt er aus dem Inventory heraus. Ich sage ihm, welches Modul soll er verwenden. Ansible-Modul ist etwas, das Ansible bereitstellt oder ich auch selbst schreiben kann, wo gewisse Aktionen vordefiniert sind. Beispielsweise, ich möchte ein Service starten, dann gibt es ein eigenes Service-Modul. Dieses Service-Modul weiß, wenn das ein CentOS ist, ein CentOS 7 ist, nämlich System CTL, wenn das ein Debian 6 ist, nämlich die Init-Skripte aus etc. init-d. Gibt Module für alles Mögliche, mittlerweile sind es über 1000 Module in Ansible 2.3, die ich nehmen kann, damit ich selbst nicht Code schreiben muss. Und dieses Modul wird ausgeführt, minus A sind die Optionen für das jeweilige Modul und dann gibt es gewisse Flags. Flags sind, welche Inventory-Datei möchte ich haben, soll ein Befehl mit Root-Rechten ausgeführt werden, sprich möchte ich sudo verwenden, möchte ich sudo nicht verwenden, welche Benutzer möchte ich nehmen und viele andere, die kann man sich selbst anschauen, die Infos. So, ein paar Beispiele dazu, ein paar einfache Beispiele. Ich möchte die Uptime von all meinen Systemen wissen oder von einem System, Ansible, dann das System. Wenn ich all angebe, sind es alle Systeme, die in allen Inventories drinnen sind. In dem Fall ein Server, Testserver, minus M Command, das ist also ein vordefiniertes Modul, Command-Modul, mit dem ich einfache Commands absetzen muss und das braucht eine Option und das ist Uptime. Dann gibt der Maus, okay, das System ist so und so lange ab. Weitere Option, ich möchte Logs anschauen. Ansible, das Server, wenn ich das Command oder das Modul weglasse, nimmt er immer Command. Also bei Ad-Hoc-Commands wird immer ein Command verwendet, das heißt, ich kann minus M Command auch weglassen, nur mit der Option tail minus 1 zum Beispiel Warlog Messages und minus B ein sudo dazu machen. Nachdem es in meinem Beispiel ein Red Hat-System ist, kann man die Warlock-Messages nur als Root lesen, nicht als normaler User. Ich mache aber eine Verbindung als unprivilegierter User bei SSH und mit minus B sage ich, er soll einen sudo danach machen und da ist die Zeile aus dem Messages-File. Paket installieren. Ansible Test Server minus Modul. Es gibt für alle gängigen Paketmanager, sei das YAM, Zipper, apt und dergleichen, fertige Module, sage ihm einfach Modul YAM minus A. Und zwar der Name vom Paket ist HTTP und der State soll installed sein. Das heißt, ich sage eigentlich Ansible nicht, installiere jetzt etwas, so wie ich es in einem Bash-Skript machen würde, wo ich sagen würde YAM install HTTPD, sondern ich sage Ansible, der Status von meinem System soll so sein, dass das Paket HTTPD installiert ist. Das heißt, ist das Paket schon oben, meldet Ansible zurück, ich habe nichts gemacht, ist es nicht oben, sagt Ansible, ich habe eine Änderung am System gemacht, es gibt eine Differenz zwischen dem, was ich gesagt habe, was sein soll und wie das System wirklich ist. Ja, und das letzte, Systeminformationen auslesen, Ansible Server minus M Setup, überprüft mal, was auf dem System so oben ist, welche IP-Adressen habe ich, welche Hardware ist das, welches Betriebssystem, welche Python-Version ist da oben und dergleichen. Alle diese Informationen kann ich dann später noch nutzen und sagen, anhand von der Größe von Memory setze ich eine Java Heap Size so und so. Das heißt, ich kann das später alle Informationen über das System verwenden.
So, vorher schon ganz kurz angesprochen, Module. Module sind etwas, die wirklich was am System machen. Da gibt es mal ganz klassische, die man von allen anderen Config-Management-Tools kennt, irgendwelche Module, die was installieren können. Modul-Service, das sicherstellt, dass ein gewisser Dienst läuft oder auch nicht läuft. Also ich kann auch genau das Gegenteil machen. Ich kann auch sagen, ein Dienst darf niemals laufen. Das wäre dann nicht, wäre dann zum Beispiel Status gleich absent, würde heißen, er wird nie laufen. Ich kann User verwalten, ich kann Files damit verwalten, also auch symbolische Links, also ich sage, das muss immer ein Symbolic Link auf das sein. Ich kann statische Files von meiner Kontrollmaschine auf die Zielmaschine hinkopieren. Ich kann Templates verwenden. Templates sind eine spezielle Option vom Copy-Mechanismus. Ich kann nämlich in Templates sind dann, also oder Templates sind dann keine statischen Files, sondern das sind Files, die Variablen drinnen haben können, wo Schleifen drinnen sein können, Variablen drin sein können. Ja, es gibt in Ansible 2.3 über 1000 Module aktuell. Ein Beispiel von der Ansible-Seite, was da alles verwaltbar ist. Also mal von Standard-Betriebssystem-Sachen abgesehen, ich kann Cisco Nexus-Switches damit konfigurieren, ich kann sagen, Switchboards irgendwo konfigurieren, ich kann ein NetApp konfigurieren, ich kann eine VMware konfigurieren, ich kann Windows konfigurieren, bei Google, Amazon, Azure und sonstigen Maschinen ausrollen, Load Balancer dort konfigurieren, Netze dort konfigurieren. Das heißt, all das ist möglich, neben den ganz offensichtlichen Sachen, die auch alle anderen Config-Management-Tools geben, gibt es eben fixfertige für die großen Hersteller. So, schauen wir es uns an. Wenn ich das Ganze ein bisschen wiederverwendbarer machen möchte, dann brauche ich bei Ansible sogenannte Playbooks. Ja, was ist ein Playbook? Da kommt so eine eigene Nomenklatur von Ansible zur Sprache. Es ist eine wiederverwertbare Sammlung von Plays. Das heißt, ein Playbook besteht aus gewissen Plays. Jedes Play kann eine oder mehrere Tasks aufrufen und die Tasks rufen ein Modul auf. Und das Modul macht im Endeffekt wirklich was am System. Playbook ist in YAML geschrieben, ist wiederverwendbar, kann ich mehrmals ausführen. Da drinnen steckt dann meine ganze Logik und auch meine Dokumentation über ein System. Also wenn ich ein Config-Management von meinen Systemen mache, schreibe ich natürlich alles in die Playbooks ein. Das heißt, ich habe da auch die komplette Doku, wie mein System konfiguriert ist. So, ein Beispiel für das Ganze. Jetzt wird schon ein bisschen spannender. Ich habe ein Playbook. Ein Playbook besteht aus Plays. Jedes Play braucht einen Namen. Es ist ganz wichtig, dass es ein aussagekräftiger Name ist. In dem Fall ist ein Play, ich möchte einen Nginx-Webserver konfigurieren. Als nächstes sage ich, auf welche Hosts sollen das betreffen? In meinem Fall die Gruppe Webservers betrifft. Alle anderen Datenbankserver brauchen keinen Nginx, um alle die Hosts, die im Inventory in der Gruppe Webservers drinnen sind, auf denen würde der installiert werden. Become true heißt, ich möchte sudo am System machen. Klar, weil ich welchen Webserver installieren möchte, muss ich das als root machen. Danach folgen meine Tasks. Drei Stück in dem Fall. Jeder Task hat wieder einen Namen. Danach kommt das Modul und die Optionen fürs Modul. In dem Fall, ich möchte ein EPL-Repository aktivieren, also sage ich, das RPM-EPL-Release muss installiert sein. Present installed ist das gleiche unter Ansible. Also ich kann für manche Sachen mehrere Namen nehmen. Danach, der Nginx-Webserver muss auch present sein. Also ich sage nie, jetzt installiere ich genau das, sondern ich sage einfach nur, der Status muss sein, das Package Nginx muss installiert sein. Und danach möchte ich ein statisches File kopieren. Das liegt relativ zum Playbook im Ordner Files. Das Static HTML soll auf den Ordner in diese Location reinkopieren. Das heißt, das würde via SSH kopieren. Ich würde den Namen vom Paket als Variable setzen und die Variable abhängig vom Betriebssystem machen. Ich kann einfach sagen, install Nginx und Nginx ist dann eine Variable
und ich sage unter Debian und unter Red Hat heißt das so und so. Nginx heißt zufälligerweise gleich, aber bei anderen kann es anders sein. Ich habe nachher noch eine Slide, wo ich zeige, wie ich Tasks mittels Variablen einbinden kann oder mehr auf die Variablen eingehe, dann soll es klarer sein, wie es funktioniert. Doch, er weiß es schon. Wenn ich dieses Ansible-M-Setup weiß es und dieses Setup wird immer aufgerufen. Sofern ich nicht explizit sage, mach kein Setup, ruft es immer auf. Also er schaut immer zuerst, was ist das Betriebssystem, auf das die Tasks hinkommen und dann baut er eben die Tasks entsprechend zusammen, die er machen möchte. Also er weiß sehr wohl, was das ist, ob das ein Debian, ob das ein Red Hat ist. Eine Eigenheit vom Ansible ist, dass ich das beim dass ich kein Modul-Package habe. Sondern ich muss schon das richtige Package angeben. Ich kann nicht sagen, einfach nur Package, so ein Modul gibt es nicht, sondern es gibt ein YAML, ein apt-Modul. Würde aber sagen, wenn es ein Debian ist, natürlich nie ein YAML-Modul nehmen. Es gibt eins? Echt? Seit wann? Okay. Okay, ich habe es noch nie verwendet, sondern immer die spezifischen fürs jeweilige System. Aber es ist schön, dass auch ich was Neues dazu lerne. Gut, schauen wir weiter. Wie rufe ich ein Playbook auf? Ansible Playbook, ein paar Optionen und dann den Namen vom YAML-File, also von meinem Playbook. So Optionen können sein, irgendwelche extra Variablen, die ich mit angeben kann, Inventory wieder, Forks, also auf wie vielen Hosts parallel das Ganze abgearbeitet werden soll. Ja, gibt wesentlich mehr, kann man sich anschauen. Ich habe einmal die wichtigsten, die, oder die, was man am häufigsten braucht, genommen. Wenn man so ein Playbook ran macht, dann zeigt er immer an den Namen, den was ich unter Name angegeben habe. Das heißt, darum habe ich vorher gesagt, bitte aussagekräftige Namen machen, weil wenn der Playbook ran ist, kenne ich mich sonst nicht mehr aus und ich weiß nicht, wo das Ding ausgestiegen ist. Wenn ich einfach sage, install some software, tue ich mir teilweise relativ schwer, weil ich das mehrmals im Playbook habe, wo er ausgestiegen ist. Hier sieht man auch, das Play Configure Nginx Webserver hat zuerst das Setup aufgerufen, wie im deine Frage vorher war, wo er weiß, was für ein Betriebssystem ist, dadurch, weil der Task aufgerufen wird. Danach kommen erst alle weiteren Tasks, also wie das Apple-Repository. Dann zeigt er an, was er gemacht hat. Okay heißt, er hat nichts gemacht, das war der Stand vom System, entspricht dem vom Playbook. Also mein Apple-Release war aktiviert, der Nginx war nicht installiert, darum steht da changed. Das heißt, er hat was geändert. Am Schluss unten gibt es so eine Summary, was hat alles geändert. Ich habe ein bisschen was weggeschnitten, also es waren 14 Tasks, 14 Tasks, 7 aber da nicht. Das heißt, ich sehe, 9 haben sich nie geändert und 5 haben sich geändert. Also es war entweder ein System, das noch keinen Nginx hatte oder jemand hat das Package deinstalliert oder sonst was beim nächsten Run. Macht wieder den korrekten Stand. So. Eine Sache, die mir extrem gut gefällt an Ansible, ich sage es dazu, weil ich vorher viel Puppet gemacht habe, Tasks werden in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie im Playbook drinnen stehen. Puppet macht es irgendwie, wie es einem gerade gefällt. Da muss ich nachher explizit Reihenfolgen sagen und sagen, bitte startet doch einen Service, erst nachdem du das Package installiert hast. Bei Ansible ist er so intelligent und geht es von oben nach unten durch, so wie in einem Bash-Skript. Ich muss mich nur um die richtige Reihenfolge kümmern. Ja, gewisse Tasks kann ich inkludieren und da kann ich Variablen verwenden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Tasks speziell für Debian, kann ich sagen task/Ansible-Distribution, das wäre dann tasks-debian.yaml. Könnte sein Debian-YAML, CentOS-YAML und dergleichen. Dann kann ich spezielle Tasks, also in Task inkludieren, die halt für eine spezielle Variable entsprechend oder für eine spezielle Distribution gelten. Bitte? Ja, Variablen sind pro Host definiert oder pro Hostgruppe oder in einem Play definiert oder kommen direkt vom System selbst. Also alles, was Setup ausführt, kommt vom System selbst, ist eine eigene Variable. Gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wo ich Variablen definieren kann, seit Ansible 2 an 20 verschiedenen Stellen, darum ist die Reihenfolge auch ganz wichtig, wo man es einträgt. Aber ja, die findet er raus. Gut, schlägt der Task fail,
laufen für den Host überhaupt keine weiteren Tasks mehr. Das heißt, dann hört er auf für den Host. Würde er den Nginx nicht installieren können, würde er alle weiteren Jobs oder alle weiteren Tasks, die in meinem Playbook drinnen stehen, ignorieren und sagt, da ist Sendepause. Nur für den einen Host, wenn er da eines fehlschlägt, dann hört er auf. Es gibt eine Möglichkeit, dass ich sage, gewisse Tasks, sage ich, kann ich sagen, Fehler akzeptiere ich, er soll die ignorieren. Kann sein, dass es irgendein Kommando ist, was ich ausführen möchte, wo es okay ist, dass das falsch sein kann. Also zum Beispiel ein Check, ob irgendein Dienst läuft. Wenn der nicht läuft, möchte ich was machen. Grundsätzlich, wenn ich nicht sage, dass Fehler okay sind, hört er auf für den einen Host. Ich sehe es aber im Report und ich kann schauen, was war das Problem. Für den Host. Für den Playbook rennt es einen Host. Wenn ich es auf 10 Hosts mache und auf einen gibt es einen Fehler, dann laufen alle 9 durch. Der eine hört auf genau an der Stelle. Ich kann nur ein Playbook in einem Run aufführen. Ich kann in dem Playbook mehrere Plays drinnen haben. Er hört aber grundsätzlich auf. Wenn es einen Fehler gibt, hört er auf. Weil es eben sein kann, dass ein weiteres Play oder ein weiterer Task von dem vorigen abhängig ist, darum hört er auf. Ich kann Ansible Playbook mit nur einem Playbook, mit einer Playbook-Option aufrufen. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Ja. Ja. Also grundsätzlich ein. Weil ich im. Genau. Sagen wir es mal so. Lass es mir kurz erklären. Ich will mehrere Sachen hintereinander machen. Beispiel: Ich möchte WordPress installieren. Das heißt, ich will zuerst einen Webserver, dann eine Datenbank, dann das WordPress. Das sind dann mehrere Plays in einem Book. Ja, dann habe ich einfach mehrere Plays im Playbook. Das ist möglich, aber er schlägt fehl. Ja? Nein, weil ich rufe ein Playbook nur einmal auf. Nicht mehrere nebeneinander. Ja. Ja. Ja, dann musst du trotzdem ganz genau wissen, was jedes Playbook macht. Gleichzeitig wird die Hosts dabei ändern wollen oder sonst irgendwas. Und das steht da an. Also, was er sehr wohl macht und was sehr viel zielführend ist, dass die großen Installationen ist, kannst du aber auch mehrere Hosts gleichzeitig losgehen. Also, ja. Ich würde sagen, mach das für diese 50 Hosts da parallel. Ja, aber nur das eine. Ja. 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 Okay, also es können andere Tools auch nur, ich kann bei Puppet mehrere Puppet-Runs parallel machen, es funktioniert auch da nicht. Es haben alle Config-Management-Tools das gleiche Problem, eins nach dem anderen. Okay, gerne. So, schauen wir weiter. Ganz spezielle Tasks sind Händler. Ein Händler ist ein Task, der am Schluss ausgeführt wird, wenn sich was geändert hat. Das heißt, ich will einen Config-File für einen Webserver deployen und danach weiß ich, ich muss einen Reload oder Restart von dem Webserver machen, sage dann Notify Restart, dann können weitere Tasks kommen, wo ich weitere Config-Files, SSL-Zertifikate mache und am Schluss macht er einmalig den Restart von dem Ganzen. So, Templates. Templates sind dynamisch generierte Konfigurationsfiles, wo ich Variablen auflösen kann. Also als Beispiel, ich habe eine Variable Nginx Key, Nginx Cert. Habe da mein Template. Template ist ein ganz normale VHost-Config für einen Nginx und löse einfach diesen Nginx Key hier auf. Das heißt, es wird dynamisch aufgelöst, damit ich eben unterschiedliche Variablen, unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Hosts machen kann. Templates werden gerendert mit einer Templating Engine namens Jinja 2. Da
Da ist der Link dazu. Man muss nicht die komplette Templating Engine lernen, es werden auch nur gewisse Features benötigt. So ein Beispiel-Feature, was ich jetzt mal beispielhaft rausgenommen habe, Schleifen und Abfragen. Eine Vorschleife vor Server in NTP-Servers, das wäre meine Ansible-Variable, NTP-Servers, führt das so oft aus, wie ich NTP-Server für meine Config deployed habe. Das heißt, er schreibt mir ins Config-File dreimal die Server-Direktive rein. So, Schleife in Ansible, auch möglich. Meistens gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich Schleifen in Ansible Playbook reinbekomme. Meistens verwende ich WIS-Items. Als Beispiel, ich habe Admin-Tools, 5 Stück an der Zahl, die will ich auf jeden Host oben haben, damit ich ein Troubleshooting machen kann. Für die Debian-Leute, Telnet ist der Telnet-Client und der Red Hat, ich will nicht einen Telnet-Server betreiben. Ja. Da habe ich, gut, hier habe ich eben meinen Task, Install Admin Tools. Ich rufe YAML auf, sage WIS-Items, die Variable Admin Tools, immer in zweimal geschweifte Klammer, löst in dieses Array auf und sagt eben fünfmal quasi das Item Telnet, Nmap und so weiter rein, dass ich nicht 5 Tasks brauche, sondern nur einen. Noch dazu ist das, sind die meisten Module so intelligent, vor allem das YAML-Modul, dass er nicht macht YAML install telnet, wartet bis fertig ist, dann YAML install mmap, sondern YAML install telnet, mmap, nettools in einem ab, macht genau das Gleiche. So, wenn Abfragen genauso möglich, betrifft vor allem dich mal für deine Distribution. Zum Beispiel, ich möchte einen Webserver installieren, ist da eine Variable, die ich irgendwo definiert habe, und habe da eine Abfrage, deploy httpd.conf möchte ich nur dann deployen, wenn es ein Apache ist. Also wenn Webserver nehmen, ist gleich httpd. Da könnte ich beispielsweise machen, wenn Ansible Distribution ist gleich Debian, dann dieses Modul ausführen, wenn nicht, dann nicht. Wäre so ein Beispiel. So, muss ein bisschen schneller durchgehen, dass wir auch durchkommen. Ja, Rollen. So, nächster Schritt, also schon ein bisschen komplizierter. Sie dienen dazu, dass meine Playbooks übersichtlicher werden. Man kann sich vorstellen, wenn ich da viel machen will, wird das Playbook extrem lang mit einer extrem langen Liste von Tasks. Und das Zweite ist, es kann ja sein, dass ich manche Sachen in einem anderen Playbook nutzen möchte. Also ich habe Playbook 1 zum Deployen von einer WordPress-Instanz, die hat einen Apache drin und Deployen von irgendeinem, sagen wir, SugarCM hätte auch einen Apache drin. Dann kann ich so machen, dass ich eine Rolle für meinen Webserver mache. Und die Rolle kann ich in allen möglichen Playbooks wiederverwenden. Die Rollen beinhalten auch wieder Variablen, Tasks, Händler, Files, Templates und so weiter, was wir eben vorher schon gehört haben. Es gibt eine Sammlung von sehr, sehr vielen Rollen auf galaxy.ansible.com. Da haben eben Leute schon fertige Rollen geschrieben für Apache Webserver, MySQL Datenbanken und vieles, vieles mehr. Die kann ich nutzen oder auch selbst welche schreiben. Rollen binde ich anstelle von Tasks ein. Das heißt, ich habe da nicht mehr in meinem Playbook Tasks, Doppelpunkt, all Tasks, sondern nur noch die Rollen, die ich wirklich haben möchte. Und so eine Rolle liegt nachher mit einem Namen unterm Ordner Roles und hat dann für alle Teile eigene Ordner. Also die Tasks liegen im Ordner Tasks drin, die Files unter Files, die Templates unter Templates, Variablen unter Vars. So, kommen wir zum Ende. Deployment. Da entschuldige ich mich gleich, dass ich das Wort Deployment und Provisioning ein bisschen vermische. Für mich ist es was sehr, sehr Ähnliches als aus Sys-Admin-Sicht, sage ich es mal. Wie man Konfigurationsdateien oder Konfigurationsdienste machen kann und Systeme konfigurieren, sollte hoffentlich so halb klar sein anhand von den vorigen Slides, was man da alles machen kann. Ich kann aber viel, viel mehr. Ich kann auch auch Systeme deployen, zum Beispiel auf Amazon, auf Azure, auf Google, OpenStack, VMware und viel, viel mehr. Sieht dann beispielsweise so aus. So ein Beispiel-Playbook, damit ich eine Instanz auf Google deploye. Der Host ist natürlich localhost, also nur die Kontrollmaschine verbindet sich zu Google, keine andere Maschine. Die Connection ist local, also ich mache keine SSH-Verbindung auf meinen lokalen Host, dass ich dann eine Verbindung zu Google mache.
Und get a fact sage ich auch nein, das heißt, das Setup wird nicht ausgeführt. Mir ist es völlig wurscht, ob meine Kontrollmaschine ein Ubuntu, ein Debian, ein CentOS oder ein Fedora ist. Es macht eh nur eine HTTPS-Verbindung zu Google hin auf, also brauche ich nicht. Tasks schauen dann so aus, es gibt ein Modul, zum Beispiel GCE für Google Images, sag Instance Name, Machine Type, Image, Service Account und so weiter und er legt mir die Maschine dort an. Sind alles Variablen, also nicht, dass ihr meine Credentials nehmen könnt zum Deployen. Ja, Beispiel für Anwendung, auch nur ein ganz simples Beispiel. Ich möchte WordPress deployen. Was brauche ich dazu? Ich muss WordPress downloaden. Gibt ein Plugin, geturl, lädt mir WordPress runter auf den Host. Ich extrahiere das Ganze, sage Remote Source ist gleich Yes. Nicht wundern, dass das doppelt angegeben ist, an Archive und geturl arbeiten intern zusammen. Also wenn ich beide mit angebe, dann lädt er einmalig nur das Latest runter. Also nicht bei jedem Playbook ran, sondern nur einmalig lädt das runter und entpackt mir das Ganze. Ich erstelle mir Unique Keys fürs WordPress. Alle, die WordPress kennen, wissen, es gibt Unique Keys in Config-File, die da drinnen sein müssen. Die lade ich mir runter und dann deploye ich meine WP-Config. Das heißt, im Endeffekt sind es 1, 2, 3, 4 Schritte. Davon abgesehen, dass ich eine MySQL-Datenbank und einen Webserver brauche, sind aber auch nicht viel mehr Punkte. Und ich habe eine komplette Anwendung deployed. Das Ganze kann man miteinander kombinieren. Also beispielsweise, ich lege zig Instanzen auf der VMware an, mache dann mein Basic Setup, also normales Hardening vom System, normales Config Management, installiere mir danach Webserver-Datenbank und danach die Anwendung ist alles fix und fertig. Ich warte vielleicht 5 Minuten und alles läuft. So, Fragen?